Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Dirt 4. Heute geht's endlich weiter mit der Karriere und wir sind in Michigan mit einem unfassbar schönen Automobil. Gut, ich glaube, daraus sollte ich nicht unbedingt ein Geheimnis machen, denn im Thumbnail dürfte man es sehen, vielleicht auch im Titel. Und hier sehen wir jetzt auch, um welches Auto es sich genau handelt, nämlich dem Mini Cooper S. Ja, einem schönen Fronttriebler. Sehr, sehr kurzer Radstand, sehr kleines Auto, sehr wendig. Und wir gucken mal, ob er sich auch gut bändigen lässt. Ich würde sagen, wir schauen mal kurz in der Testfahrt, wie das Ding sich so fährt. 5, 4, 3, 2, 1, los. 200 über Wellen, 250. Rechts 4, lang, innen halten, nicht schneiden, 200. Rechts 4, lang, innen halten, 100. Links 4 und rechts 6 und links 5, rechts 4, lang und rechts 6, 100, links 6 und links 4, okay, das ist irgendwie 80. Ziemlich entspannt, muss ich sagen. Also wirklich viel schalten muss man nicht, man muss nicht viel anderes beachten, man kann ja einfach fahren. Und ich bin tatsächlich auch sehr zufrieden mit dem Auto. Mal gucken, ob sich das im Laufe der ersten Etappe ändert. Da können wir uns ja immer noch umentscheiden. So, ansonsten Streckeninstruktionen. Wir sehen 4,29 Kilometer Gesamtlänge. Am Ende geht es nochmal ein bisschen bergab, aber nur ganz zum Ende hin. Und es geht geradeaus. Ja, schauen wir einfach mal, wie die Etappe läuft. Mit dem Ding kann man ja eh fast alles Vollgas fahren. Es scheint nichts passiert zu sein. Sollte eine gute Wertungsprüfung werden. Okay, der steht ein bisschen schief. 5, 4, 3, 2, 1, los. 200 über Wellen, 250. Rechts 4, lang, innen halten, nicht schneiden, 200. Rechts 4, lang, innen halten, 100. Links 4. Und rechts 6. Nicht und übertreiben. Rechts 4, lang. Und rechts 6, 100. Links 6. Und links 4, lang, 80. Links 6, nicht schneiden. Und links 4, lang, 150. Rechts 4, lang. Mach zu, innen halten. Und links 6, nicht schneiden. Rechts 5. Rechts halten, über Kuppe, 60. Scharf links, 60. Kuppe, 80. Rechts 4, lang. Und rechts. Och, wer sind da so schnell? 50. Links 6, über Kuppe, Senke, 60. Rechts 4, lang, nicht schneiden. Und rechts 6, nicht schneiden, 250, 200, über Wellen, 60. Rechts 5, nicht schneiden. Und ja, rechts das 4, nicht schneiden, 150. Ja, das Teil hat nur links 4 Gänge. Lang, innen halten, nicht schneiden, 100. Rechts 4, lang. Und rechts 6, 80. Rechts 6. Und links 5. 40 durch Senke. Rechts 6, über Kuppe, 150. Links 4, lang, innen halten, nicht schneiden, 100. Kuppe, 60, über Kreuzung. Vorsicht, Welle, 150. Bis Ziel. Alles klar, langsam für den Marshall. Ja, hammermäßige Sache. Das war damals mein erstes Fahrzeug in Dirt Rally und ich muss sagen, der fühlt sich hier sehr viel angenehmer an. Das liegt ist wahrscheinlich gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Liegt wahrscheinlich auch an der gesammelten Erfahrung, die ich seit dem 01.01.2016 dürfte es gewesen sein, habe. Da habe ich nämlich die erste Folge Dirt Rally hochgeladen und meine Güte, habe ich mit dem Mini schlecht abgeschnitten. Mittlerweile ist man hier deutlich, ja, souveräner unterwegs und ich glaube, das hat man gesehen.
dass ich zumindest nicht ganz so schlecht bin wie damals in Dirt Rally. Also da schäme ich mich tatsächlich so ein bisschen schon für die ersten Folgen, aber im Moment sehen wir ganz gut aus. Im zweiten Abschnitt war jemand extrem schnell. Wenn wir an namhaften Wettbewerben teilnehmen wollen, brauchen wir einen guten Ruf. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Rechts sechs, über Kuppe, 100. Rechts vier, Lampen. Und rechts sechs, 80. Links sechs. Und rechts vier. In Welle. Und links sechs, 80. Rechts halten, über Kuppe. 110 über Wellen, 250. 200 über Wellen, 80. Links 4. Und rechts 6. Und links 5. Links 6. Und links 4. Lang 200. 200 über Wellen, 60. Wir brauchen noch einen Gang. 60. Scharf rechts 60. Nicht schneiden. Links halten, über Kuppe. Links 5, 60. Oh je. Das war zu schnell für die Kehre. Links 5. In rechts 4, lang, über Wellen. Ich liebe dieses Auto einfach nur. Und links 3, nicht schneiden. Rechts 5. Und rechts 4, Pfosten außen, 60. In links 6, durch Senke, Spritzwasser, rechts 5. Und links 6, 150. Links 4, lang, innenhalten, rechts schneiden, 100. Links 6. Und links 4, lang, 100. Links 4. Und rechts 6. Und links 5. Rechts 4, lang, nicht schneiden. Und rechts 6, nicht schneiden. 250, 200, über Wellen, 60. Rechts 5. Und rechts 4, 100. Links 4. Und rechts 6. Und links 5, 80. Bis Ziel. Okay, bring es zum Marshall. Okay, in zwei Abschnitten haben die uns mehr als 8 Sekunden reindrücken können. Ich habe schon ein bisschen was über den Schwierigkeitsgrad gelesen, der soll manchmal ein bisschen unausgewogen sein. Okay, der Marshall hat bestätigt, dass wir keine gute Platzierung erreicht haben. Das können wir besser. Okay, danke, das ist eine sehr gute Information. So, insgesamt auf der 2, was das Event angeht. Es sind übrigens zwei Events, wir werden heute das erste fahren. 2,7 Sekunden Rückstand nach 2 von 5 Etappen. Ja, das muss ein bisschen besser werden. Ja, aber ansonsten, ich habe mich ganz gut gefühlt mit dem Auto, aber ihr seht's, mal fährt man okay und hat einen ganz guten Rhythmus und ist auch recht schnell und mal fährt man okay und ist richtig, richtig langsam im Vergleich zur KI. Also ich glaube, das ist auch tatsächlich etwas, was andere sagen und was ich da durchaus auch bestätigen kann, dass da ein bisschen die KI-Schwierigkeit eventuell unausgewogen ist, dass man da einfach an einigen Stellen, ja, sich ein bisschen zu stark vorkommen kann. Habt ihr auch schon in der Vergangenheit gesehen. Aber an anderen Stellen bist du auch einfach hoffnungslos unterlegen. Und ich glaube nicht unbedingt, dass es immer was mit dem Fahrerischen zu tun hat. Denn in der letzten Etappe waren wir vielleicht ein bisschen langsamer, aber 8 Sekunden? Wir sollten über Verbesserungen nachdenken. Ein Sieg hier ist viel wert. Ich meine, man kann hier fast jede Kurve voll nehmen mit dem Teil. Und wenn ich kurz lupfe, dann macht es nicht 8 Sekunden aus. 3, 2, 1, los. Rechts 6, über Kuppe, 80. Rechts 5. Und rechts 4, Pfosten außen, 130. Rechts 4, lang. Mach zu, innen halten, nicht schneiden. Und links 6, 150. Links 4, lang, innen halten, nicht schneiden. 250. Rechts 4, lang, innen halten. 200. Rechts 3. Und links 6.
Rechts 5, links halten, über Kuppe, vielleicht Sprung. Links 4, durchsenken, 60, nicht schneiden. Rechts 5, 130, links 4, lang, innen halten, nicht schneiden, 100. Plus 37 Sekunden, was? Und links 4, lang, 80. Rechts 5, nicht schneiden. Und rechts 4, nicht schneiden, 200. 200 überwählen, 60. Ist der gar nicht erst angetreten? Links 6, lang. In scharf links, 60. Rechts 5, 200. Rechts 4, lang, innenhalt, 60. Könnte aber jemand anderes schneller jetzt werden. Rechts 6, nicht schneiden. Und wählen, in links 4. Und rechts 6. Und rechts 6. Und links 3. Links 6. Und rechts 4. In Welle. Und links 6. Links 5, 60. Rechts 4. Durchsenke. Pfosten innen. Mittig halten. Über Kuppe. Links 5, 150. Rechts 6. Über Kuppe. 80. Rechts 5. Und rechts 4, 100. Bis Ziel. So, ich glaube, das war wieder eine Etappe, die war langsam zum Marshall. Ähnlich gut wie die vorige. Und hier waren wir eine Sekunde schneller als der nächste KI-Pilot. Und der andere Dude ist anscheinend einfach sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Nicht gefahren. Bis jetzt hatten wir auch nur saubere Wertungsprüfungen tatsächlich. Ja gut, im Mini nicht allzu schwer. Ich muss sagen, es ist auch mal eine schöne Abwechslung, mit dem ein bisschen entspannter zu fahren. Und wo ist denn der Kollege dahin? Wurde disqualifiziert. Aha. Heieieiei, war der gedopt oder was? 5,78 Kilometer. Das ist die längste Etappe, die wir bis jetzt hatten. Mal schauen, ob sie auch... Ja, sie geht ordentlich geradeaus. Ob sie auch eine etwas schnellere ist. Aber hier haben wir es. Nieselregen. Das wird ein bisschen kritisch. Höhenunterschied insgesamt 0 Meter. Aber ihr seht es im Mittelteil. Das sagt halt nicht so viel aus. Nur, dass es mal hoch und mal runter gehen kann. Die Recce ist gut gelaufen. Alles Wichtige ist im Aufschrieb notiert. Und hier tut es das. Die Recce ist gut gelaufen. 5, 4, 3, 2, 1, los. 110 überwählen, 200. 200 überwählen, 80. Links 6, nicht schneiden. Und links 4, dann 80. Rechts 6. Und links 5, 40, durchsenke. Rechts 6, Überkuppe. Rechts 4, lang. Und rechts 6, 200. Rechts 4, lang, innenhalb, 150. Links 4, lang, innenhalb, nicht schneiden, 250. Links 6, Überkuppe, senke, 100. Überwählen. Kuppe 100, 250, 200 überwählen. Rechts 5, links 5, in offene Kehre links 100. Rechts halten, über Kuppe. Also ein längeres Getriebe würde echt nicht schaden hier. Links 4, über Kuppe. In rechts 6. Und links 5, 200. 200, überwählen, 60. Rechts 5. Und rechts 4, 150. Rechts 3, lang, innenhalten, 150. Links 4. Und rechts 6. Und links 5, 150. Rechts 4, lang, innenhalb, rechts schneiden, 60. Rechts 6. In links 4, lang, macht auf,
innenhalten, 200, links 4, lang, innenhalten, nicht schneiden, 150. Ja, aber ich sag das so, man muss sich vorstellen, wir sind rechts trotzdem mit 4, lang, bis zu 140, bis zu 144, ja okay, gleich. Und rechts 6, und links oh, 3, Mann. 150. Rechts 3. Und links 6, 80. Links 4. Und rechts 6. Und links 5, 150. Rechts 4, lang, innenhalten, 100. Links 4, über Kuppe. In rechts 6. Und links 5, 150, bis Ziel. Ja, das Ding ist halt... Okay, bring es zum Marshall. So, erstens, wir sind jetzt 12 Sekunden schneller gewesen als das nächstgelegene Fahrzeug. Auch hier, ich weiß nicht, was wir großartig anders gemacht haben sollen. Ja. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Aber abgesehen davon, man sagt es jetzt vielleicht so salopp, dass der Mini jetzt ein bisschen lahm ist im Vergleich zu den anderen. Das stimmt halt auch dann. Allerdings muss man sich halt vorstellen, dass man hier mit 140 km/h oder bis zu 140 km/h immer noch auf Schotter unterwegs ist. Das sind Geschwindigkeiten, die man einfach mal auf der Autobahn fährt. Und das ist halt schon krass, muss man sich mal vorstellen. Und das ist in so einem kleinen Pupsmobil, ja. Den Marshalls wurde nichts gemeldet. Sollte ein sauberes Rennen werden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Los. Links 6, über Kuppe, senke. Jetzt volles Risiko. Rechts 6. Und links 5, 40, durch senke. Spritzwasser, rechts 6, über Kuppe, 150. Rechts 4, lang, innenhalten, nicht schneiden, 100. Links 4. Und rechts 6. Und links 5, 200. 200 über Wellen, 60. Rechts 4, lang. Und rechts 6, 100. Links 6. Und links 4, lang, 200. Offene Kehre, rechts, Pfosten, außen, 60. Rechts 6, nicht schneiden. Und Wellen, in links 4. Und rechts 6, 200. Rechts 4, lang, innenhalten, 150. Links 4, lang, innenhalten, nicht schneiden, 100. Rechts 5, nicht schneiden. Und rechts 4, nicht schneiden, 200. Rechts 6, über Kuppe, 200. Links 4, lang, innenhalten, nicht schneiden, 100. In links 6, durchsenke, Spritzwasser. Rechts 5. Und links 6. Und rechts 6. Und links 3. Rechts 6, nicht schneiden. Und Wellen, in links 4. Und rechts 6, 200. Rechts 4, lang, innenhalten, 60. In links 6, durchsenke. Rechts 5. Und links 6, 80. Bis Ziel. Ja, also ich habe in den vier Kurven jetzt mal alles kaum langsam für den Marshall. Das Gas gelupft. Mann, waren die am Ende nochmal schnell. Eine Sekunde hat das nur gebracht. Also ich war jetzt wirklich am absoluten Limit. Wir gucken mal, wo wir in der Bestenliste damit landen Tolles würden. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Ja, das glaube ich irgendwie nicht so wirklich, wenn die KI da wirklich so nah dran ist. Aber wir gucken mal wirklich auf die Bestenliste. Erstmal, welche Autos sind da vertreten. P17 global und der schnellste Dude war auch nur 1,5 Sekunden schneller. 1,4 Sekunden sogar nur. Ja, das war nämlich ziemlich nah am Limit tatsächlich. Also, ich war da sehr nah am maximal Möglichen. Ich glaube, ich habe einmal für eine links 3 richtig das Gas gelupft, aber ansonsten bin ich fast immer konsequent
sehr, sehr, sehr schnell gefahren. Und ja, wenn die Bestzeiten global gesehen, gut, man muss aber auch sagen, das ist ein Auto, da kannst du auch ans Limit gehen und so weiter und so fort. Aber wenn man mal ja den Fakt sieht, dass man hier, übrigens, alle fahren hier den Mini oder was? Ist der Mini schneller als der Lancia? Vor allem hier hätte ich mir vorstellen können, dass der Lancia eventuell schneller ist. Aber gut, wahrscheinlich ein bisschen längere Getriebeübersetzung und man ist direkt extrem schnell hier. Ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Sekunde bringt. Hier hat einer den Lancia, eine 289. Ja, aber ich finde es trotzdem ein bisschen komisch. Die KI fährt halt schon arg schnell. Aber wir haben uns gut geschlagen. Grundsätzlich aber, wie gesagt, in manchen Etappen, da bin ich, glaube ich, nicht global in den Top 20 oder zumindest nicht das Niveau gefahren, global in den Top 20 zu sein. Hier hingegen schon. Aber hier haben wir nicht so viel zur KI an Abstand dazu gewonnen wie auf anderen Etappen. Also, das hat mich so ein bisschen irritiert. Gut, ausgezeichnet. Und wir sind ein Superstar. Ja, Leute. Michigan war heute, Australien ist dann morgen oder vielleicht morgen. Mal gucken, wann es weitergeht mit der Dirt 4 Karriere. Vielleicht tatsächlich sogar schon morgen. Ich bedanke mich an der Stelle auf jeden Fall schon mal vielmals fürs Einschalten. Hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und wenn dem so ist, könnt ihr mir ja gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Vor allem für den letzten Risiko-Run, für die letzte Risiko-Etappe. Ansonsten geht es dann in Australien weiter. Wieder mit 5 schicken Etappen hier. Ja, von der Länge her ein ähnlicher Aufbau. Etappe 3 ist ein bisschen länger als die aktuelle dritte Etappe es gewesen ist. Hier gibt es einen fetten Anstieg, meine Güte. Und ja, ich freue mich drauf. Der Mini macht mega Spaß und ihr seht, wenn man nicht lupft vor den schnellen Kurven, sondern wirklich die Geschwindigkeit halt dadurch anpasst, dass man halt mit dem Lenkrad reinlenkt, ordentlich schön und das gut präzise, dann kann es auch durchaus ja, sehr, sehr lustig und spannend und zum einen oder anderen Herzstillstand-Moment kommen. Und ja, weiß nicht, vielleicht ist es als Zuschauer mal so gewesen. Auf jeden Fall gibt es doch eine Sache, an der ich ein bisschen arbeiten muss. Das war die Framerate heute. Die war ein bisschen unkonstant, warum auch immer. Ich werde mal gucken, wie es für die nächste Folge ausschaut. Und hoffe, dass ich da irgendeine Lösung finde, weil ich habe sogar ein, zwei Einstellungen runtergedreht. Die Zuschauer und die Schatten hatte ich mal ein bisschen runtergemacht, weil das sind so Sachen, die fallen eh nicht wirklich auf. Aber ja, hat scheinbar nichts gebracht, vielleicht sogar das Gegenteil, was ich ein bisschen seltsam finde. Egal, das ist ein Problem, um das muss ich mich privat kümmern. An der Stelle vielen, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal bei Dirt 4, macht's gut.